Hallo zusammen, hier ist Anton vom notdrucksbilliger.de Blog und heute möchte ich euch die LED-Tischleuchte Philips Living Colors Bloom White vorstellen. Es handelt sich dabei um eine Tisch- oder Bodenleuchte, die per indirektem Licht reizvolle Farbakzente setzen kann im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, wo immer ihr sie braucht. Weißes Licht wäre es natürlich auch. Insgesamt strahlt die Lampe bei maximaler Helligkeit mit 120 Lumen. Das ist ausreichend, um eine hübsche Atmosphäre mit farbigem Licht zu schaffen. Für die komplette Beleuchtung eines Raumes reicht das nicht. Ja, die Leuchte kommt mit einer netten Fernbedienung, Handteller groß, mit einer Hand gut zu bedienen. Auf dieser haben wir ganz simpel die Möglichkeit, die Lampe auszuschalten und anzumachen. Schön ist, die LED-Lampe merkt sich das zuletzt aktive Licht und bietet das auch wieder, nachdem man sie aus- und wieder angemacht hat. Mit einem 360-Grad-Farbrad lässt sich die aktuelle Farbe einstellen. Die muss man einfach nur drehen und dann verändert sich das Licht entsprechend. Hier jetzt langsam Richtung Blau gehend, Türkis, Grün und über Gelb und Orange nähern wir uns wieder Rot an. Aus jeder einzelnen Farbeinstellung kann man die Sättigung herausnehmen, indem wir einfach hier links auf der Fernbedienung drücken. So, jetzt haben wir schon einen deutlich größeren Weißanteil. Setzen wir das fort, bis die Farbe komplett ungesättigt ist, haben wir ein angenehmes weißes Licht. Ebenso lässt sich die Helligkeit des Lichts verändern, indem wir hier unten auf der Fernbedienung die Taste drücken. Dann sorgt die Funktion dafür, dass das Licht stufenlos dunkler wird. Die minimale Helligkeit ist immer noch ausreichend, um dabei lesen zu können. Die Philips Living Colors Bloom White bietet außerdem die Möglichkeit zum automatischen Farbwechsel. Dazu drehen wir einfach auf dem Farbrad 360 Grad nach rechts und drücken gleichzeitig die An-Taste. Die Lampe dekliniert einmal stufenlos durch das ganze Farbspektrum und ist nach etwa 10 Sekunden wieder bei der Ausgangsfarbe angelangt. Ihr habt eine Lieblingsfarbe, wie zum Beispiel dieses satte Pink, wollt es aber nicht jedes Mal wieder manuell einstellen, kein Problem. Die Philips Living Colors Bloom White bietet zwei Speicherplätze für Lichteinstellungen. Die findet ihr hier unten. Zum Speichern drückt ihr auf den Speicherplatz für längere Zeit, für 5 Sekunden etwa. Dann zeigt die LED, die hier oben geleuchtet hat, an, dass die aktuelle Einstellung gespeichert wurde. Jetzt könnt ihr nach Belieben wiederum das Licht verändern, was anderes draus machen. Ja, und wenn ihr euch denkt, Mensch, das Pink war doch toll, das will ich wieder haben, einfach nur ein kurzer Druck hier drauf. Und es ist wieder da. Es lassen sich auch mehrere Philips Living Colors LED-Leuchten parallel betreiben. Jede besitzt eine eigene Fernbedienung. Diese Fernbedienungen stören sich gegenseitig nicht, denn jede Fernbedienung ist genau auf ihre Leuchte abgestimmt. So kann man zum Beispiel hier die Farbe ändern, ohne dass sich die andere LED mitverändert. Es kann dann aber auch sein, dass wir gerne mehrere Lampen mit einer Fernbedienung gleichzeitig kontrollieren möchten, so dass beide dasselbe Licht zeigen. Das geht auch. Im Moment noch nicht. Hier reagiert nur eine der beiden Lampen auf unsere Bedienung. Aber wir kriegen das Ganze hin, indem wir die zweite Lampe auch an unsere Fernbedienung koppeln. Das funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen die Lampe und nähern uns mit der Fernbedienung an, drücken auf die Ein-Taste für etwa 10 Sekunden. Und erhalten schließlich über diese LED und über die Reaktion der Lampe eine Kopplung. Jetzt wissen wir, beide Lampen gehören zu dieser Fernbedienung und
Wir können sie parallel steuern, gleichzeitig ausschalten, einschalten und sämtliche übrigen Steuerungsoptionen parallel verwenden. Ja, das war die Vorstellung der Philips Living Colors Bloom White. Eine nützliche Tisch- und Bodenleuchte, um stimmungsvolle Farbakzente zu setzen in Wohnräumen, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich drehe noch ein bisschen am Rad und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch ein bisschen auf unserem YouTube-Kanal umgucken und sehen, was wir weiteres für euch haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.